Also diese Musik, kann man sagen, die macht zuallererst mal Spaß. Wir haben ein Projekt gestartet, was sich zwischen Klassik und Jazz-Pop bewegt. Stellen improvisiert, weil wir uns von A nach B, von B nach C und so weiter immer entwickeln. Und an manchen Stellen komponieren wir natürlich auch. Und ich finde das wirklich schön, diese Musikwelten miteinander zu harmonisieren und Wege zu finden, diese zu kombinieren. Es entstehen dadurch einfach auch ganz überraschende Momente, weil ein bekanntes Stück schafft eine Erwartung und jeder denkt, hey, es geht genauso weiter. Und dann kommen wir und machen einen ganz anderen Weg. Aki ist ein super offener Musiker, der keine Angst hat, mit Sachen auszuprobieren und neue Wege einzuschlagen. Raphael, der tut mir ganz gut, wenn wir zusammen spielen, denn ich habe so eine Tendenz, sehr, sehr frei mich zu bewegen. Und in der Kombination ist das dann ziemlich gut, weil ich bin so ein bisschen der Überkreative und brauche dann immer ganz gut die Form wieder. Also das ich bin der Karierte. Der Schweizer. Genau, da kommen die Schweizer Mentalität. Genau. Ja, ob es damit zusammenhängt, wissen wir nicht, aber das ist, da ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Das funktioniert wirklich gut, das Binom.